Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Aya wartet auf uns, möchte mit uns in den königlichen Palast und dort werden wir mit der Königin reden. Und ich denke, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Die guckt die rechts hin. Wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Irgendwie glauben die das nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Oh nein. Jetzt lässt sie alle töten, pass auf. Ich dachte gerade, weil die Soldaten so fokussiert wurden. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Ob er hier die Echse ist? Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Also, okay, offensichtlich ist dann Hetepi die Echse. Ich dachte jetzt, dass Hetepi vielleicht, weiß ich nicht, dass der Berater der Priesterin, er hier, vielleicht irgendwie die Schuld auf ihn lenkt oder so. Ich weiß ja nicht. So. Hetepi trägt einen blauen Schal und hustet ständig. Wenn man mir einen blauen Schal um den Hals legt, bin ich Hetepi. Denn ich huste und räuspere auch ständig, chronisch. Leider merkt man es auch in den Let's Plays. Deswegen kann ich auch verstehen, dass einige Leute das deshalb nicht schauen. Aber ich kann das leider nicht wirklich ändern. Ich müsste mal zum HNO, aber irgendwie schiebe ich das auch schon ständig vor mir her. Er befindet sich im großen Tempel des... Er ist einer der fünf Priester, die eine Anubis-Maske tragen. Können wir denn... Yay, wir haben ein bisschen was zu lesen. Die Echse, Hetepi. Der finstere Einfluss der Echse ist in ganz Memphis zu spüren. Er reicht bis zur Krankheit des Apis-Stiers und Pascheran Ptahs Sorge um einen Erben. Dann haben wir danach nur noch das Kohuti. Ich vermute, dann kommt hier noch eine nächste Reihe mit vielleicht zwei oder drei... Vielleicht die nächste mit drei, dann nochmal zwei und dann nochmal einer. Irgendwie so. Könnte ich mir vorstellen, dass das so aufgebaut ist. Papyrus in der Nähe. Die mache ich ja so gerne. Komm, das sammeln wir mal. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Schätzle. Da ist noch ein Schatz. Krokos, ist klar. Viele Wege nach unten tatsächlich.
Hab ich nicht das Papyrus auf der Karte markiert? Eben, da ist es doch. Da oben. La 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 la. Kann ich hier die Wand hoch? Was frage ich überhaupt? Ich spiele Assassin's Creed. Hey, hallo. Hä? Wollte ich doch gar nicht. Gut. Das ist offensichtlich. Kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ich mache die Dinger sowieso nicht. Bist du lieb? Ja, natürlich. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Wir gehen zum großen Tempel und müssen... Ja, weil im Zweifel alle fünf Priester töten, bis wir den richtigen finden. Das wird eine längerfristige Aufgabe. Oder können wir jetzt den richtigen identifizieren? Das wäre ja fies und easy. Ist das der Mann, den ich suche? Okay. Wer, Ja, wie? Missionsziel in der Nähe. Wie viele Priester braucht eine Stadt? Noch ein Priester des Anubis. Ah, ich verstehe. Wir haben jetzt hier nur angezeigt bekommen, dass hier fünf Priester sind in diesem Tempel. Aber nicht wirklich, wo sie sind. Das heißt, wir kriegen jetzt die genauen Locations durch Senu, aber nicht, welcher der richtige ist. Das hätte mich auch, das wäre auch zu einfach gewesen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir irgendwie in den Tempel kommen. Tauchen. Fragezeichen? Nein. Ja. Klettern, würde ich sagen, ne? Gehen wir mal direkt, oder probieren wir mal, oben auf... auf den Turm hier zu kommen. Hier ist auch niemand. Finde ich gut. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Ah, ich... Sind... Komm ich... Moment. Wir haben ja hier die Quest, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die überhaupt... Ob die mich überhaupt als Bedrohung ansehen hier im Tempel. Das glaube ich nämlich gerade noch nicht mal. Wir checken das mal. Nö. Da lief ja gerade eine Wache durchs Gebüsch. War der Pipi machen? Hallo. Eine Affenseele. Sehr gut, die sind alle mir alle wohlgesonnen. Jetzt laufe ich den gleichen Weg wieder, bin ich dann eigentlich kacke? So, nur ein Priester. Das heißt, wir müssen erstmal checken, wer hustet. Abgesehen von mir. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Vielleicht. Problem damit?
Neidisch. Hauptmann. Hi. Oh, wollen wir auch nichts Böses. So, wo ist er denn jetzt, der Lümmel? Grüner Schal. Der falsche. Das ist der falsche. Das ist auch ein roter Schal. Das heißt auch, das ist ein roter Schal. Das ist auf jeden Fall auch kein blauer. So. Lass mich hier durch. So, du? Das war richtig. Yay! Das war super schwer. Die Echse! Der Priester, der Memphis verflucht hat! Ich diene nur dem alten Ägypten. Dem alten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter. Getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Baal. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die Deinen. Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Hier ist irgendwo ein Schatz. Im Wasser, guck mal an. Den nehmen wir doch gerne mit. Okay, das... Ich komme hier nicht durch die Bäume durch, alles klar. Das war bis jetzt... Ja, würde ich... Was heißt, würde ich sagen? Das ist ja Fakt. Das war mit Abstand die einfachste... Das einfachste Hauptquest-Ziel. Deswegen bin ich auch irgendwie skeptisch und weiß gar nicht genau, ob das jetzt schon abgeschlossen ist oder ob das vielleicht gar nicht die wahre Echse war. Aber offensichtlich schon. Hetepis finsterer Einfluss war in ganz Memphis zu spüren. Baek verfolgte ihn sogar durch das Reich der Träume. Hetepi wurde im großen Tempel von Memphis erschlagen, unter den Augen aller Götter. Okay. Dann haben wir als nächstes das Krokodil vor der Brust. Das Krokodil ist ein Mitglied des Ordens der Ältesten, ja, wie jeder, und arbeitet im Fayum daran, die gesamte Region zu unterdrücken. Jetzt ist die Frage, gehen wir direkt in die nächste Region? Ich werde, also... 100% wird es nicht. Ich werde die Papyri werde ich tatsächlich ignorieren. Die werde ich nicht machen, auch wenn sie versprechen, gute Waffen zu geben. Ich werde vielleicht ab und zu mal die Quest des reisenden Händlers machen. Und ich werde nicht auf Biegen und Brechen mit aller Gewalt alle Nebenquests machen. Ich werde einen großen Teil, so wie auch hier in Memphis, der Nebenquests erledigen. Und werde dann irgendwann zu gegebener Zeit im entsprechenden Gebiet die Hauptquest weiterführen und werde ins nächste Gebiet reisen. Heißt für uns, dass wir uns jetzt ins nächste Gebiet begeben. Vorher allerdings möchte ich natürlich die Quest abgeben, das ist ja klar. Aber genauso möchte ich... zu einem Schmied. Was ich nämlich immer noch nicht nachgeschaut habe, was die low-leveligen legendären Waffen, die wir haben, an Geld bringen. An Kohle bringen.
Und ich habe auch das Gefühl, dass es gar nicht so mega wichtig ist, die Quests zu machen, wo es den super tollen Loot gibt, die legendären Waffen und hast du nicht gesehen. Denn bis jetzt kommen wir ja hier auch Entschuldigung, wunderbar durch, indem wir einfach nur unseren blauen Bogen, den wir schon gefühlt seit Folge 1 mit uns rumschleppen, immer wieder aufwerten und im Level halt und im Level halt hinterherziehen. Und das hat ja, hat sich bis jetzt halt immer ausgegangen, ne? Hat sich, sagt man das so? Das hat sich ausgegangen, ich glaube schon. Freund, brauchst du etwas? Und insofern glaube ich auch tatsächlich, wenn man nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich weiß gar nicht, gibt es Schwierigkeiten im Spiel? Ich habe gar nicht geguckt in den Optionen. Ich meine, ist ja heutzutage auch nichts mehr, was selbstverständlich ist, dass ein Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade hat. So 800 Gold und 780, weil die Dinger, ich werde sie nicht aufwerten, weil sie einfach, weil es einfach ein Schweinegeld kostet, die Dinger aufzurüsten. 4000, never ever, heißt. Ah. Ist gut. Tschüss. Und tschüss. So. Du hast hartes Leder, 3 Stück. Ah, ne, ich habe hartes Leder. Ich bin im Verkauf im Bildschirm. Ich wollte gerade sagen, warum verkauft er die so billig? Spiegelklingen, verborgenes Gewand. Der kostet 540. Das Aufrüsten würde genauso viel kosten. Also aufrüsten, okay. Sollen wir mal gucken. Also wir haben halt ein bisschen mehr Schleichmodus-Schaden, ne? Deswegen würde ich da einfach die Victoria behalten. Gut, ansonsten, wir haben 4000 Gold. Ich weiß aber aktuell nicht. Sollten wir aufrüsten schon? Ich meine, wir können ja... Du bist Stufe 25. Komm, den Bogen nehmen wir mal mit. Den rüsten wir mal auf. So. Gute Reise, mein Freund. Der sieht mich hier nicht, oder? Da reitet er lang. Ja, sehen kann er uns hier nicht. Man könnte meinen, er kommt hier reingelaufen, kommt er aber nicht. Er reitet einfach nur, er reitet auf der Map weg. Okay. Sind wir soweit durch, haben Pfeile wieder aufgefüllt, haben zumindest unseren Bogen im Level nachgezogen. Was ich als wichtig erachte. Und das neue Outfit finde ich halt, muss ich sagen, finde ich halt richtig hübsch. Das sieht richtig gut aus. Das kann man durchaus mal machen. Bewegung, los! Stimmt nicht mit dir! Mann, kann ich denn wissen, dass ihr mir in die Hacken reitet? Ruhigt euch mal. Was ist denn mit euch? Da kommen die Nächsten, die mich anpöbeln. Gebt den Weg frei. Ja, halt die Schnauze. Gebt den Weg frei, gebt den Weg frei. 200 Meter in diese Richtung. Hä? Wachen? Wachen! Krokus, ist klar. Lass mich durch zur Königin. Du da, du da. Hallo, hallo, hallo. Wo ist denn hier der richtige Weg? Wo geht's denn? Hallo, wo komme ich hier rein? Gibt's hier einen entsprechenden Eingang? Das scheint ein Schrein zu sein.
Das ist gar kein einfacher Satz. Das scheint ein Schrein zu sein. Sag das mal 5-mal ganz schnell hintereinander. Das scheint ein Schrein zu sein. Das ist fast wie Fischers Fritze. Fischers Fritze. So. Ja, Papyri in der Nähe. Papyrus. Könnten wir bitte noch ganz kurz vom Erfolg berichten? Dankeschön. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Tepi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Ich glaube, ehrlich gesagt, hoffe ich es auch, dass die Geschichte noch einen üblen Twist bekommt. Ich mag Twists. Also mit übel meine ich unerwartet. So ein Wow-Twist. Jetzt wieder Schiff fahren oder sowas. Der Stier ist wieder fresh. Vielleicht ist es auch einfach ein anderer Stier. Und dank Bajek gilt Kleopatra jetzt natürlich als Befreierin von Memphis. Gern geschehen. Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. What? Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Boah, Bajek, viel Spaß beim Wasser trinken, würde ich sagen. Quest abgeschlossen. 2250 Erfahrung. Gib. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Schnitt und begeben uns. Achso, das gilt jetzt wieder als neue Waffe. Und begeben uns in der nächsten Folge ins neue Gebiet. Und kümmern uns um die Schuppen des Krokodils. Weil ansonsten haben wir nur noch hochlevelige Quests. Und wie ich das im weiteren Verlauf handhabe, habe ich ja erklärt. Ich weiß gar nicht, in der letzten Folge oder war es sogar in dieser Folge? Ich weiß es nicht. Da müssen wir... Holy, wo müssen wir hin? Oh Gott. Ins Fayum. Das heißt, wir müssen durch
Karanome. Ein Geschenk der Götter, eine grüne Nebenquest. Das wollte ich mir angucken, ne? Das sieht so... Ja, das gucken wir uns... Ja, unbedingt gucken wir uns das an. Das gucken wir uns unbedingt in der nächsten Folge an. Bis hierhin sage ich aber danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.